Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zurück zu Terranigma. Yes, endlich mal wieder. Liebe Rita ist gewachsen. Sehr schön. Wie ich finde, eine sehr schöne Stadt. ich glaube, die sagt mir noch dasselbe, ne? Gefällt es dir, liebe Rita? Ich liebe diese Stadt und ihre Menschen. Ja, ich auch. Bam, 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 bam. Wir hatten ja beim letzten Mal, das muss ich noch sagen. Wir hatten ja diesen riesen Piepmatzer befreit. Den müssen wir auch noch besuchen. Das machen wir heute. Mal sehen, wie viele Leute schaffen. Ich wollte die Aufnahme nicht zu lang machen. Wusstest du das? Waffen und Rüstungen, die dein Glück erhöhen, verhindern Treffer. Sie erhöhen auch deine Magie. Das lohnt sich. Ja, danke schön. Ich glaube, du hast einen Schnupfen. Du musst da mal zum Arzt. Laden. Willkommen. Kann ich helfen? Na, 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 na. So, dann gehen wir nochmal hier rein. Gehen wir doch nochmal hier rein. Willkommen bei Magier. Ich will eigentlich nichts von euch. Von euch, von dir, von ihm, von es. Beschwört Abwehrkräfte. Nein, ich mache jetzt keine Werbung. Lalalalalala. Willkommen, wie kann ich helfen? Waren wir hier nicht schon drin? Eine brillante Waffe? Wieso ist die so dunkel? Die sind beide so dunkel. Habe ich die vielleicht schon? Die werden ja eigentlich erst dunkel, wenn man das Geld nicht hat, aber ich habe ja das Geld. Warte mal. War ich hier schon drin? Ich glaube, ich war hier schon drin, ne? Ja, das ist doch der Markt. Ach so. Nee, der Markt ist ja noch größer geworden. Ja, jetzt sehe ich wieder durch. Fährt tödliche Flüche ab. Aber ich glaube, da hat man irgendein Malus drauf. Wir gehen erstmal weiter. Wir können ja immer noch was holen. Lalalala. Wir schauen uns mal die Stadt an. Dam, da, dam. Lalalala. La, 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 la. In Jotu soll das ganze Jahr ein großes Fest stattfinden. Das ist ganz in meinem Geschmack. Ich liebe es. Ja, gut. Das hatten wir schon. Oh. Der Gedanke an Mutter treibt mir die Tränen in die Augen. Was? Mutter ist nicht mehr? Dieser Wein, fabelhaft, das muss ich all meinen Freunden erzählen. Der Besitzer wollte sich zur Ruhe setzen. Das war meine Chance. Jetzt kann ich diesen Faulenzer besser im Auge behalten. Ach so, deswegen hast du das gesagt. Bam, 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 bam. Ach, schön. Oh, hier ist eine Lotterie. Der erste Preis wird eine Waffe sein, die es nur hier gibt. Ich habe schon versucht, jedoch ohne Erfolg. Na, 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 na. Ich sag doch, hier gibt's was Schönes. Ich gewinne nichts. Ich gewinne einfach mal ein bisschen. Und zwar eine Wunderknolle. Jetzt ziehen wir mal von oben. Eine Wunderknolle. Vielleicht kriegen wir noch eine schöne Waffe. Da-dum, 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 da-dum. Ich wusste, dass es hier was gibt. Wir müssen auf jeden Fall noch nach Seeheim und wir müssen noch die zwei Briefe abgeben. Ich erinnere mich. Ich glaube, die haben wir auch noch in der Tasche. Willst du mich aufheben? Na klar. Komm. Ach, erzähl doch nicht. Ich mache hier einfach sein eine los nach dem anderen auf. Das ist kein Problem, ist das. Nee. Das ist eine kein. Aber ich glaube, das muss eine Stunde groß sein. Oder ich muss eine Stunde Anzahl gekickt haben. Das ist nicht mehr ehren. Ja, irgendwann das hier oben ist toll. Ich hab jetzt einmal die 8 gezogen. Ich weiß nicht, ob es von unten oder von oben war. Ich zieh mal von unten. Es kommt nicht so viel dabei. Ich hab jetzt auch grad ein schönes Online-Spiel mit mehreren anderen bekommen. Ach, da hab ich mich schon gefreut. Und dieses Video kommt übrigens morgen raus. Übermorgen raus. Deswegen will ich auch mal Flugs was aufnehmen. Ach komm, da wird doch mal die Waffe dabei sein. Vielleicht haben sie auch schon woanders gefunden. Das kann natürlich auch sein. Oder es ist so eine Art Glücksbär. Aber ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was wir kriegen, ganz ehrlich. Mit meinen Freunden. Toll. Ich hab das jetzt gehört. Egal. Mal den Kran öffnen. Mach ich ihn plötzlich. Och, Menno. Ich hab bestimmt gleich kein Geld mehr. Und ich hab jetzt wieder Boy. Das war von oben, bitte. Zu mir Nummer 8, zu mir Nummer 8. 15, komm. Gibt's nicht Nummer 1? Nochmal. Ich hab von oben gezogen, krieg ich 46. Mit Gewühl. So, einmal noch. Ich will ja hier auch die 10 Minuten vorstehen. Ich kann das ja auch vorspulen. Ach, das werde ich machen. So, jetzt ist aber genug. Ich kann auch nicht. Eine Kartoffel. Ich kann auch nicht aufhören damit. Ja,
kritischen Bildfehler. Ich habe einen Bildfehler. Pass auf, ich speichere mal kurz. Mach mal eben selbst und sicher, dass Moment beziehungsweise wieder bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste das Spiel tatsächlich nochmal komplett laden. Ich habe diesen Balken da nicht mehr weggekriegt. Immerhin haben wir das ganze Gold jetzt quasi nicht ausgegeben. Aber ich habe jetzt auch keine Götterknolle mehr bekommen. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie oft ich das machen soll, ganz ehrlich. Ich könnte das auch durchspeichern, aber nö. Pass auf, ich zähle jetzt bis 5. Wenn da nichts Schönes bei war, dann, ne? Ja, ab jetzt. 1. Ich ziehe mal von oben. Unten. 2. 3. 4. Eine Wunderknolle. 5. Tschüss. Der verkauft immer noch. Truck ist mit Fassung. Solche Dinge passieren eben. Wieso mit. Doch gar nichts gemacht. La 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 la. Was haben wir hier drin? Mal gucken. Ich glaube, der hat seinen Dings, seine Kneipe aufgegeben und steht jetzt da oben. Das Weib schaut nur noch Fernsehen und macht keinen Finger mehr krumm. Was ist er denn? Im Moment läuft nichts anderes als Nachrichten über New Tokyo. Alle sind einfach so verschwunden, stimmt's? Verrückt. Einfach so verschwunden? Ich dachte, das wäre so eine Atombombe oder sowas gewesen. Tom. Euer Jürgen aus Seeheim kochte die Karte Speisen. Ein feuriges Bristol-Gulasch mit frischem Brotmantel, excellent. Mhm. Oh, Bristol-Gulasch, ja. Hätte ich ja auch Lust. Ich hab bloß gerade Durst und habe nichts neben mir stehen. Hallo, ich komme hier, um mehr über Modetrend zu lernen. Aber das Leben ist sehr kompliziert. Ey, du kommst hier nicht rein. Sieh nur die Kleider, die uns gab. Sie passen wie angegossen und sind total cool. Du hast ja so recht. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie lustig. So, wir haben hier. Ja, hier lagen viele ihr Glückle macht. Glückle. Auch ich bin deswegen hier. Mein Traum ist eines Tages, ein eigenes Lästerland zu besitzen. Ich habe diese Kneipe zwar schon sehr lange, aber jetzt reicht's. Ich bin es leid und verschämt und verlobt, die Idioten zu bedienen. Ja, mach das zur Kleidmusik ja nicht jeden Tag. La 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 la. Wo waren wir noch? Ach, hier muss ich da. Hast du dich nach dem Lesen des Buches zum Reisen entschlossen? Ja, ja. Ja. Yep. Yep. Gut. Kinderhaus. Oder Heim? Will gab uns eine Menge Bücher. Ich werde alle lesen und dann ein Flugzeug bauen. Nachdem wir das Flugzeug baute, waren alle Leute freundlich zu uns. Erwachsene sind manchmal ziemlich komisch. Ist Barry nicht bei dir? Er sagte, mit dir sei es sehr lustig und er wolle dir folgen. Ich liebe Fernsehen. Ja, in den 90ern stimmt, da habe ich auch noch mehr. Fernsehen macht Spaß. Ja, die Fernseheulen der 90er, ich zähle mich auch gern dazu. Schau, wie toll ich springen kann. Hallo? Wenn ich groß bin, werde ich so berühmt wie Barry. Es ist seltsam, aber je größer die Stadt, desto mehr einsame Kinder. Wir werden zwar immer reicher, aber leider nicht zufriedener. Alle Kinder sind bezaubernd und auf ihre Art sehr anständig. Er erforscht nicht nur Elektrizität, sondern auch andere Dinge. Wir helfen ihm beim seinem Studium. John ist im ersten Stock. Er muss wohl gegen seine Experimente sehr müde sein.
gegen? Nein, wegen. Bam, 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 bam. Wie hatte ich Ihnen jetzt gesprochen? Ach so. Was ist das für ein Brief? Aus Seeheim? Ich hörte Gerüchte. Sollte ich gebraucht werden, werde ich da sein. Seeheim und Liberita liegen nicht weit voneinander entfernt, musst du wissen. Und ich gebe gerne ein bisschen von meinen Münzen ab, das ich geholt habe mit Elektrizität. Denn ich bin John. John, der... Wieso eigentlich John? Ist er nicht entweder Benjamin oder Edison? Ah, lass mir das. Der Fortschritt kennt keine Grenzen. Und das macht mir Angst. Dum, 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 dum. Was ist das für eine Nachricht? Achso, ich war gerade zum falschen Akzent. Was ist das für eine Nachricht? Aus Seeheim? Ich hörte davon. Ich mache mir Sorgen um Amanda. Lass mich helfen. Meine Ex-Freundin wohnt dort. Es betrifft auch mich, weißt du? Entschuldigung. Diese amerikanische Stimme. Die Nachfrage nach Telefonen steigt von Stunde zu Stunde. Telefon und Elektrizität verbinden Menschen weltweit. War das jetzt ein Mann oder eine Frau? Egal. Hallo, Sam hat mir einiges über dich erzählt. Wie bitte? Hat er dir nichts darüber erzählt? Ich bin Sams Freundin. Wir sehen uns nicht oft, doch das Telefon verbindet uns. Danke. Wir sind einmal in die Kiste gehopst, weißt du? Wie war das gerade? Also ins Telefon, in die Telefonbox. Nein, ich rede mich da jetzt nicht mehr raus, das wird bloß schlimmer. Komm. Mir muss doch ein Los für mich sein, das funktioniert. Ich zähle jetzt 5-mal von oben. 1. Das geht euch bestimmt auf den Sack. 2. 3. Vier. Ich habe immer zu viel dabei. Götterknollen hat er auch nicht, ne? Das wird überschätzt. Oh. Ich glaube, es ist Nummer 21. Ich habe vergessen zu zählen. Das tut mir leid. Oh. Tada! Und Seeheim ist gewachsen. Great Lakes. Was ist das hier? Warte mal. Was ist denn das? Als die Stadt expandierte, wurde die Farm kleiner. Nun müssen alle ohne frische Ware auskommen. Recruiter Seeheim, würdest du unvorsichtiger werden, Leute? Ist das ein gutes Zeichen? Siehste, habe ich gesagt. Die Städte sind jetzt übrigens fast alle entwickelt. Ich liebe es, in Ruhe das Feld zu bestellen. Sollte ich eines Tages wiedergeboren werden, dann als Bauer. Seeheim ist zur Großstadt gereift. Ich mag lieber das Leben auf dem Land. Es ist gemütlicher. Das sind so die Farmen Amerikas mit angedeutet, mit diesem Plätzchen dort. Ach, guck mal hier hinten. Das haben wir noch übersehen. Da gehen wir nochmal hin. Das sieht verdächtig aus nach Perry. Perry? Oder was, Ben? Naja, ich sehe langsam nicht mehr durch. Das Flugzeug ist fertig und das hatten wir schon mal gelesen. Hallo. Hallo, ist das Fliegen nicht wunderbar? Ich habe eine Bitte. Wenn du in eine Stadt kommst, in der man sich fürs Fliegen begeistern kann, dann gib dort diese Landebahnskizze ab. So könne selbst weit entfernte Länder leicht erreicht werden. Tust mir diese Gefalle. Klar. Du kannst mir die Skizzen ruhig anvertrauen. Du tust es. Oh, das ist gut. Ich verlasse mich auf dich. Dicke halt, Landebahnskizzen. Oh yeah. Damit können wir jetzt weite Strecken überbrücken, wenn wir wissen, wo wir das Ding hinbringen müssen. Ich weiß schon, wo wir... Was denn? Nein, mir geht's gut. So, jetzt aber auf nach Seeheim. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Da müssen wir natürlich auch nochmal rein. Oh. Moment mal. Ja. Die war natürlich schon da. Ich hatte nie gedacht, dass wir eine neue Chance erhalten. Mir
um die Freuden drehen, wenn ich mir die Stadt anschaue. Es ist so einfach so schön. Ja. Was ist denn das hier? Seeheims Waren wurden an mehrere Märkte verteilt. Was? Ist das nicht der? Durch den Brand wurde Seeheim überall bekannt. Jeder kauft nun Waren aus Seeheim. Oh, das ist natürlich eine schlaue Marktstrategie. Nach dem Brand gab ich Seeheim keine Chance mehr. Doch nun weiß ich, dass Wille und Hoffnung Wunder bewirken können. Man kann auch die Leute normal reden. Mach ich aber nicht. Ixen, Dinosaurier. Was ist das denn? Wovon redest du denn überhaupt? Heutzutage würde ich dieser Quatsch wohl jeder zum Lachen bringen. Es war aber die Wahrheit. Habt ihr die Glasscheiben gesehen eben? Oh. Kann ich hier? Tadam, tadam, tadam. Bam, bam, bum, bam, 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 bam. Hallo. Wer bist du? Er hat dir erlaubt, hier einzutreten. Ich darf das, weil ich habe die Stadt wieder aufbauen lassen tun. Sein. Illinois Hotel. Dann schauen wir doch mal rein. Willkommen. Wie kann ich helfen? Ich brauche nichts. Lass mich doch in Ruhe. Willkommen. Ah, guck mal, die hat mich auch schöne Sache. Was ist das denn? Verhindert Verwandlungen? Moment mal, muss ich mir anders hinsetzen. Oh, das ist so teuer. Viel zu teuer. Ja, schade, 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 Schokolade. Das können wir vielleicht eine Meinung mal holen. Hat sie nicht was vom nächsten Mantel erzählt? Hatte ich den? Den hatte ich schon, ne? Ja, den hatte ich schon. Achso, links war ich noch nicht drin. Sekunde. Lam, da, lam, da, lam, dam. Was haben wir denn hier? Lang lebe Seeheim, die ewige Stadt. Seeheim war vor einem Monat noch kaputt. Bourbon ist okay. Aber dieser Wein aus Loire ist momentan in, weißt du, ja. Da 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 da. Die sagt wieder, willst du schlafen? La la la. Was sagt denn Heinz? Ja, grüß Gott, ich heiße Heinz und beobachte die Entwicklung der Städte. Dadurch werden auch die Menschen von neuem Mut beseelt, wenn man hier eine Eisenbahn oder einen Bahnhof einmal mitten in die Stadt reinfahren lässt und dann mit dem ICE bis nach Entschuldigung. Die Entwicklung dieser Stadt vielleicht völlig normal. Wie es weitergeht, entzieht sich meiner Kenntnis. Was so viel heißt wie... Die Stadt ist fertig. La 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 la, hier finde ich ja gar nichts mehr. Ah. Ich musste mal mitsingen, Entschuldigung. Komm, speichern mal schnell. Heute auf der 2. 12 Stunden erst. Ich habe in Erinnerung, dass ich sonst länger brauche. Das lag aber häufig auch am Leveln, weil ich mich sonst erst mit Level 25 an die Hades-Hexe herangetraut habe. Das war übrigens das erste Mal, dass wir das in dem Level probiert habe. Alle hier waren sind. Was? Alle, die hier waren, sind in andere Städte umgesiedelt. Was? Aber ich wollte noch mal mit dem Chefkoch, der alles die ganze Stadt verbrutzelt hat, reden. Jürgen, der große Koch, hat hier sein eigenes Restaurant. Okay, es war nur ein kurzer Text, weil ich wollte... Oh. Erinnerst du dich nicht? Ich bin Jürgen, der geniale Koch. Inzwischen gibt es überall Jürgen-Restaurants. Los, schau's dir an. Guten Tag, ich will mal besuchen. Können wir mal reingucken. Auch Jürgen ist etwas geworden. Auch aus... Nee, aus Jürgen ist... Ich kann das nicht mehr lesen. Das ist lecker. Bereits mein 8. Hamburger. Boah, mein Bauch, Verzeihung. Hat die ja gerade einen fahren lassen? Muss ich fragen, wenn ich... Ich lasse es dir schmecken. Ja, er war früher Vegetarier, doch weil er sich ständig übergeben müsste, ist er nun nur noch Fastfood. Was ist denn Fastfood? Leute, hier gibt es kein Würstelgulasch mehr. Willkommen, alles kostet 10 Taler. Nur mein Lächeln ist umsonst. Hier, nimm die Karte. Ich hätte gerne mal das Lächeln. Es ist kein Wunder, dass es umsonst ist. Dann nehme ich mal einen Burger, komm. Fritten, klar. Klar. Ah, das ist typisch Meckes. Ich hab
das ganze Programm genommen. Ich glaube, das waren 30 Taler. Recht teuer eigentlich, ne? Oh Gott. Es tut mir leid, dass du ein wenig... Es tut mir... Mann. Tut mir leid, dass... Ich drücke es weit. Ups. Deliziös. Das war aber sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Ja. Vielen Dank. Tadam, 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 tadam. Wir sorgen dafür, dass sich so eine Katastrophe nie wiederholen kann. Und wir bauten eine Brandwache und gründeten eine Feuerwehr? Ich drück das mal so schnell weg, Verzeihung. Bürgerwehr. Tadam, 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 dom, dom. Wer bist du denn? So können wir dir das Feuer sofort in Keim ersticken. Seeheim wird die sicherste und schönste Stadt der ganzen Welt. Warum hast du einen merkwürdigen Akzent? Du hast doch sonst immer einen anderen gehabt. Die ganze Stadt hat uns geholfen, Seeheim wieder aufzubauen. Man könnte sagen, dass die Stadt aus Großherzigkeit entstanden ist. Ich muss mich mal für die ganzen Lesefehler entschuldigen. Es ist schon spät am Tag. Das Touristenbüro hat viele Reiseinformationen über andere Städte. Die Menschen erfahren durch uns viel über fremde Länder. Aber... Hatte ich... Ich hatte sie ja noch... Muss ich natürlich auch noch... Seeheim braucht noch die Informationen von Seeheim. Von Goldküste. Mann. So. Ahola, tralala. Tralala. Goldküste. Wie schön, nicht wahr? Nun können alle Leute sehen, wie schön es dort ist. Sag uns, wenn du nette Dörfer und Städte findest. Tadam, tadam, tadam. Das Leben ist ein einfacher geworden. Ich werde in Urlaub fahren. Oh, ein Kristall. Da müssten auch schon über 60 haben. Hallo, hallo. Gebäude, so hoch wie der Himmel, werden gebaut. Unglaublich. Früher hat mir Seeheim mehr gefallen. Ich schuftete hart und die Natur belohnte mich dafür. Ach, Jungchen, doch hier spüre ich den Odem der Natur nicht mehr. Ich denke, ich werde noch ein wenig hier stehen und meine Pfeife lutschen. Ja. Oma schläft, verzeih, verhalte dich ruhig. Alter, was ist denn heute los mit mir? Gute Güte. Was träumt sie da bitte? So, dann müssten wir hier im Prinzip jetzt fertig sein. Ich, ja, dann müssten wir jetzt zur Goldküste, ne? Goldküste. Da Küste Gold. Und wir brauchen noch die Mondsteine. Einen haben wir schon. Schöne Pose. Ich weiß nicht mehr, wohin noch ich reisen soll. Die Welt ist längst bekannt. Doch nicht so doll mag es weitergehen. Nichts mehr. Das Meer ist unendlich weit und groß, was soll es denn? Ist ja famos. Wo muss ich hin? Ach, nach Australien wollte ich. Zur Goldküste. Ja, gut, ist. Ich höre mal lieber auf. Ich finde die Musik einfach so schön. Ich habe zwar schon sehr viele Spiele gespielt, auch neue Spiele, aber Terranigma reicht an viele andere nicht. Viele Spiele reichen nicht an Terranigma heran. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ach, nee, ich muss mal tief durchatmen. Achtung, durchatmen. So, jetzt geht's mir besser. Wo ist denn hier der Bauernhof? Der Bürgermeister, meine ich. Dem wollte ich noch die Karten geben.
Wo ist er denn? Da ist das Hotel. Das Touristenbüro. Hier vielleicht, das ist das Seehaus. Hier vielleicht. Und dann reden wir nochmal mit Hans. Achso, ja, ja, ja. Kann ich den... Ne, das habe ich schon probiert. Nehmen wir die Landebahnskizze. Ausgerüstet. Will jetzt genaue Skizzen. Was? Was hast du denn da? Warte mal lesen. Seite 3. Ja, Landebahn wird 60 Meter Länge. Das ist aber ganz schön kurz. 10 Meter Breite. Westlich von Goldküste. Ja. Flugzeuge können hier landen. Kann man damit Landeplätze für die Flugmaschinen bauen, junger Mann? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Und da kommt uns deine Geschichte gerade recht. Können wir die Skizzen mal eben ausborgen? Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizzen gab. Die Kauber gibt die Landebahnskizzen. Großartig. Ich bin ja auch schon groß, Vater. Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Ja, ja. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Und ich komme nicht an den Kristall. Kann ich da nicht... Ich versuche nochmal mit den Schuhen. Ich dachte wirklich, ich könnte ähnlich wie in Legend of Zelda da einfach mal ranturnen. Moment mal, das muss doch gehen. Nö. Hallo? Hallo? Nee. Nee, geht nicht. Achso, ich wollte ja mit Dings reden, mit Heinz nochmal. Können wir eben durchsprinten? Der blöde Kürbis. Kürbis? Kokos. Zählt einfach meine Fehler heute. Ja, grüß Gott, ich heiße Heinz. Manche nennen mich auch Franz, aber diesmal ist ich Heinz und beobachte die Entwicklung der Städte. Rein wirtschaftlich besitzt diese Stadt eine sehr schlechte Lage. Es ist notwendig, dass der Name der Stadt weithin bekannt wird und hier ein Bahnhof errichtet wird, der bis nach München reicht. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 100%. Das ist aber genug, damit sich die Stadt weiterentwickeln kann. Ich schätze, ich muss einfach mal rausrennen und dann wieder reinkommen. Dann wird sich das Ganze schon von alleine ergeben, quasi. Ich gehe mal eben nach Westen. Nee, später. Ist das schon entwickelt? Nein, dann gehen wir nochmal rein. Ich muss mir, glaube ich, gleich erstmal was zu trinken holen. Meine Kehle ist vielleicht etwas vertrocknet. Wahrscheinlich kommen daher auch die Sprachfehler. Ich wollte nur noch mal hochklettern, ob ich erstens hier schon war und zweitens, ob hier nicht noch was war. Ich habe doch in Erinnerung, dass hier einer steht. Okay. Ich bin Wissenschaftler. Dieser Platz ist am sichersten. Die Erde ist in großer Gefahr. Von hier aus will ich Zeuge des Weltuntergangs sein. Willst du mir zuhören? Die Natur wird zerstört. Früher war sie den Menschen heilig. Doch heute kümmert sich niemand mehr um Pflanzen und Tiere und andere Arten oder Sorten, die auf der Erde wachsen, gedeihen, leben oder schlicht vorhanden sind. Die Menschen sind größenwahnsinnig und wollen alles beherrschen. Auch ich als Wissenschaftler gehe natürlich der Natur nach und versuche alles am Wissen zu beherrschen. Hier könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Das sind meine Gedanken. Ich sah auf diese wundervolle Welt und dachte danach. Dabei wurde ich auf eine Stimme aufmerksam, die meinen Namen rief. Ein älterer Junge wird kommen und einen Stab tragen. Die Stimme sagte, ich solle ihm den Mondstein geben. Es war, als käme die Stimme aus der Tiefe der Erde. Nimm diesen Stein, seit meiner Kindheit trug ich ihn bei mir. Dekal, den Mondstein. Sehr schön, das ist der zweite. In Bergen, im Schnee, in der Wüste. Und? Ich weiß, wo Liam ist. Ich glaube, ich habe es auch wiederholt. Moment.
Ich mach mal kurz eine Pause, bin gleich wieder da, mal eben was trinken gehen. Moment. Ah, das tat gut.